Hobby. Und ich spiele gern Fußball. Viermal in der Woche so ungefähr. Ich spiele gern Klavier. Die vierte Revolution finde ich richtig cool und schön, weil der Hermann Scher drin vorkommt und der ist richtig wichtig. Ich bin richtig ein Fan von dem, weil der einfach die Sachen sagt und sich traut. Ich finde es richtig gut, dass wir jetzt die vierte Revolution umsonst im Internet anschauen können. Dann können das einfach alle sehen, Kinder, Jugendliche und noch viel mehr Menschen sich darüber Gedanken machen. Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Diese Energy Revolution. Wir stehen vor dem größten Strukturwandel der Wirtschaft seit Beginn des Industriezeitalters. On est là avec un potentiel énorme, avec la jeunesse, avec les richesses naturelles, avec les arbres, la biomasse, l'agriculture, l'élevage. Mais il n'y a pas le stimulant, le catalyseur n'est pas là. Ça c'est l'électricité. You're just naive. You don't know, understand what you're dealing with if you don't realize. This change here is also a change of market share. Statt weniger Eigentümer haben wir auf einmal Hunderttausende oder gar Millionen Eigentümer. Die Energieversorgung bekommt eine Demokratisierung. Helden bedeuten für mich, dass sich was bewegt. Für den Film, wenn ich den anschaue, umsonst würde ich auf jeden Fall spenden, weil er so toll gemacht ist, weil da so wichtige Menschen auch vorkommen, weil man da auch wirklich das Bedürfnis hat, was zu verändern. In die Welt, wo ich reinwachse, würde ich mir richtig wünschen, dass es total gerecht wird, keinen Krieg gibt und keine Armut. Aber am wichtigsten finde ich einfach die Ungerechtigkeit.